Mahlzeit, Jungs, ich bin zurück. Es ist schon etwas spät, wie ihr seht. Es ist Abend draußen. Ich habe was ergattert, was ich mit Matze jetzt eben abhole. Und Matze aus dem Grund, Matze hat einen Transporter. Und da können wir das Ding schön reinpacken. Ich habe eine Puch Maxi N ergattern können für wenig Geld, für ganz wenig Geld. Für meine Verhältnisse, sag ich mal, oder für die allgemeinen Verhältnisse. Und ich habe immer gesagt, wenn mir mal eine über den Weg läuft, die günstig ist, dann schnapp ich zu. Ich habe einen richtig geilen Deal gemacht. Und es ist eine komplett originale, unrestauriert. Und ja, wir gucken uns das Ding gleich mal an und gucken mal, was damit so passiert. Und dann nehme ich das Ding auf jeden Fall mit nach Hause. Ne? Auf jeden Fall mal wieder eine schöne Puch Maxi N, ob sie umgebaut wird oder nicht. Das lasse ich mal den Kommentaren offen, sag ich mal. Wenn ihr Bock habt, dass ich da richtig ein krasses Ding rausbaue, dann mache ich das. Und wenn ihr sagt, nö, lass das Ding stink original, dann lasse ich das Ding auch original. Wir schauen mal. Ne? Also, ja, was soll ich da noch groß quatschen? Ich weiß gar nicht, 68er Baujahr oder was? Da ist noch hier wie ein Fahrradlenker mit Stummel. Ne? Also nicht aufliegend. So ein Profi bin ich da auch nicht drin. Wichtig ist für mich Puch Maxi N. Für mich ist wichtig, dass Motornummer mit Papiere noch übereinpasst. Das ist so die Preisverhandlungsstelle sonst für mich. Und dass sie halt komplett original ist. Ne? Nicht wundern, ich stehe hier mitten an der Hauptstraße und filme hier im Dunkeln. Ne? Also bis gleich, wir sehen uns. Matze, pass bloß auf deine Tür auf. Jungs, hier haben wir das Ding, Puch Maxi N. Baujahr 74, Fahrgestellnummer 390 am Ende. Motornummer ist auch 390 am Ende. Das Fahrzeug ist erste Hand und im absoluten Originalzustand. Mit Eierlampe alles dran. Was haben wir hier? Baujahr, habe ich schon gehabt, ne? 74, Kennzeichen ist auch noch dran, ne? Von 79. Fahren wir gleich mal mit einer Tanke. Da muss eigentlich mal Sprit drauf. 573390. Achso, das Rahmennummer-Fahrgestellnummer ist da anders, oder was? Ne, guck mal hier, 573390. 573390. Ach, ich hatte einen Knick in der Optik. Da passt schon alles. Aber ich habe gesehen, die Feder fehlt hier. Noch drin. Aber sonst schwingen ist auch noch heile. Die ist nicht restauriert. Die hat noch eine Originalpatina. Wir gucken gleich erstmal, ob die richtig läuft. Weil gerade lief die, dann wollten wir die nochmal anschmeißen und dann lief die nicht. Schauen wir gleich mal. So, wir haben hier eine Spezial-Mofa-Tank-Aktion. Kann, hast du da schon was reingeschmissen? Nee, wo ist der Taler denn? Warte, oben. So, dann müssen wir das Ding erstmal neu tanken, weil da ist noch uralt Sprit drauf. Und da wollen wir erstmal einen schönen frischen Hahn dazu. Hast du eine Leuchte mit? Hundertprozentig. Hat kein Rost im Tank? Hundertprozentig. Übrigens, ja, übrigens haben wir gesehen, das Ding ist erste Hand und alle Nummern, so wie es ist, passen auch zueinander. Also haben wir relativ gutes Geschäft gemacht, würde ich sagen. Und wir haben zur Not 40 Liter Bindemittel dabei, wenn wir daneben kippen. So, weiter geht's. Schön 1:50. Eine Münze habe ich noch. Gleich kommen die Bullen, weil die denken, wir wollen hier die Säule einladen. So, mehr habe ich auch nicht, aber das muss reichen. Oder? Kannst du aber schon was sehen? Wir haben ja hier so einen Peilstab, ne? Das ist ja wie beim Auto, das Auto geht. Ach ja, der hat ja so einen Peilmotor, ne? Peil mal einen an. Oldschool. So, das Ding war auch staubtrocken. Was hat das Ding eigentlich auf dem Tacho? Ganze 7808 Kilometer. Geile Nummer, und, oder? Lass mich lügen, 4 Meter ist das Ding auch gerollt. Das war wahrscheinlich... Ah, der ist fast voll. Guck mal an hier. Der ist fast voll. Das sieht gut aus. Schade um die Aufkleber, die brauche ich neu, weil die Patina müsste ich eigentlich erhalten. Einmal Klarlack drüber, auseinanderbauen. Klarlack drüber, neue Aufkleber ran, alles schön sauber machen und so lassen, oder? Warte mal, wollen wir die mal jucken lassen, oder was? Oder machen. Ich glaube nicht, dass die anspringen. Nee, mit dem Ding hinten nicht. Machen wir gleich bei mir.
Machen wir gleich bei mir. Lass mal zu dir. Wir gucken mal, ob das Ding gleich läuft. Weil erst lief die, dann beim zweiten Mal lief die nicht. Also bis gleich. Jetzt werden wir das gute Stück mal rausholen. Gut, steht sogar noch hinten drauf. 7-2-2, gut. Von 19, hatte ich vorhin schon mal vorgelesen, ne? 79. Also frischer Sprit ist drauf. Aber ich glaube nicht, dass sie läuft. Ich glaube, da muss alles mal eben gereinigt werden. Kerze muss mal eben neu, Vergaser muss mal eben gemacht werden. Obwohl, als wir gerade da waren, ein Pad war das Ding an, ne? Hat mich ja gewundert. Wo kriegst du was noch? So was richtig komplett stinkoriginales. Wo alle Nummern zueinander passen. Das kriegst du doch kaum noch. Ich habe sogar den originalen Kaufbeleg dafür. Was die in D-Mark gekostet hat, da zeige ich euch nachher noch die Papiere und so, habe ich in der Tasche. Auch keine Zweitschrift, wie gesagt, Originalpapiere, erste Kralle. 100%ig. So, mal zur Voraussetzung. Das hat die Banane. Ich pack mal hinten an. Guck mal hinten mit dran, genau. Da ist die Banane. Ach, holen wir mal hier, ne? Die läuft nicht. Wollen wir mal einen Klaus Max machen hier, oder? Schneller. Wo Benzin haben muss hier einer unten. So. Choke ist hier. Choke ist hier an der Seite, so ein kleiner. Ist hier noch drin? Leuchte mal. Hier. Da können wir Schwimmerkammer voll machen und da ist ein Choke. Versuchen wir Pad mal. So. Das wäre ja was, wenn die läuft. Auf Schlag, aber glaube ich nicht. Hat man McDonald's, ne? Choke ziehen. Oder die. AD kommt nicht. Oh! Geil! Fahr mal eine Runde die Oh, warte, langsam, langsam. Lass sie hier ein bisschen tuckeln. Geil! Mit der Lecker! Knall mal hier auf den Fußweg. Da kommt ja gar nichts. Ah, jetzt kommt sie. Oder doch nicht? So schön original. Oh, wie das Ding riecht. Immer mehr, ey. 1974. Geil, oder? Na ja gut, Jungs, ich zeige euch das Ding noch, wenn er drin steht und dann ist gut. Als eine Geil, ne? Aber da kommt irgendwie nichts. Ja, da liegt ja mein Gewicht. Na gut, nehmen wir das Ding mit rein. Ja, Jungs, wie ihr sehen könnt, steht das Ding jetzt hier bei mir so. Einfach so ist hier drinne, sag ich mal, rum. Ne, können wir noch mal genauer gucken mit den Speichenfelgen. Auch kein Rostpickel, gar nichts drauf. Also ganz minimal. Reifen, alles noch da. Wie gesagt, D-Kompli habe ich gesehen, da ist der ein bisschen undicht. Da gucke ich mal eben rein. Okay, da muss mal einfach ein neues rein, deswegen zifft der da ein bisschen raus. Das ist aber keine große Kunst. Das ist auch noch alles soweit original. Bing-Vergaser. Original Ansaugstutzen. Verkleidung ist auch noch da. Dafür gibt es leider keinen Schlüssel, schade. Original Eierlampe. Ob der original war, das weiß ich gar nicht. Oder? Aber der hat kein, guck mal rein, der hat keinen Rost von drin, gar nichts. Da siehst du noch die Färbung von der Schweißnaht von innen. So gut ist der. Sorry. Ja, aber original Patina, überall was ab, überall ist die rostig, aber ich glaube, ich lasse die so, ne, weil sie halt original ist. Rücklicht ist kaputt, habe ich gesehen. Ne, gucken wir nochmal jetzt mit Licht. Hier haben wir 1974, Fahrgestellnummer mit dem Ende 3390. Jetzt können wir hier auf die Motornummer gucken, 3390, ne? 12er Bing-Vergaser drauf, 12er Stutzen drauf. Das kleine Kettenrad ist auch noch da zum Anpetten. Hier sehen wir nochmal 3390. Also passt alles zueinander.
Gucken wir nochmal eben in die Papiere. Hier haben wir auch 3390. Originalpapiere, keine Zweitschrift. Aus erster Hand das ganze Ding. Ne? Und hier. Allein wie der Zettel riecht. Original Puch Maximofa. Rot. Ne? Ist es rot, gold oder wie auch immer. Fahrgestellnummer 33. Was steht hier? 3390. Gut, das passt. 33905. Wir überprüfen das mal. Warte. Ah! Ne? Puch Maximofa, Rot, Fahrgestellnummer. Passt auch übereinander. 825 D-Mark. So, die ganze Geschichte hat gekostet. Was können wir hier sehen? 1000. Keine Ahnung, ich kann das gar nicht mehr. 1000. Nein, Quatsch. Was erzähle ich da? Das sind andere Sachen. Aber die Mofa mit der Dings hat gekostet 875 Mark. Plus 52 Mark Fracht. Das ist klar. Ne? Und das war Neustadt Gödens, der 1.2.75 vom Renault Service. 100%ig. Geile Nummer. Wo kriegt man sowas noch? Und auf sowas habe ich immer gewartet, dass einer kommt und sagt, du hier, ich habe da noch was stehen, das steht zwar schon ewig und 3 Tage, aber wie wir Poch kennen, eigentlich laufen die Dinger immer. Ne? Ja gut, so viel dazu, ich schneide euch dazu und lade euch das hoch, damit ihr ein bisschen Stoff habt. Poch Maxi N, Turboschmiede Wilhelmshaven. Ich werde sie nicht umbauen, nicht verbasteln, ich werde sie so lassen, wie sie ist. Die Frage ist halt nur, baue ich sie in dem Zustand, wie sie ist, einmal neu? Das heißt, einmal komplett alles raus, neu lackieren in Originallack oder lasse ich die so mit Originalpatina, so wie sie ist? Das würde ich euch mal überlassen, ob wir sie so lassen oder ob wir sie restaurieren oder komplett von Grund auf neu machen. Aber ich denke mal, so ist sie am geilsten oder am originalsten. Ne? Na gut, Jungs, dann hier bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ne? Habt ihr mal wieder ein Video? Wie gesagt, ich zeige euch nochmal eben mittendrin, warum ich keine Videos mache. Bei mir, könnt ihr das sehen, ist voll Baustelle. Ich habe den ganzen Flur, die ganzen Wände weggekloppt. So sieht das vorher aus. Nicht, dass ihr euch wundert. Und wenn Dr. Turbo fertig ist, dann sieht das so aus. Ich habe hier den ganzen Putz von der Wände geklopft und mache hier die ganzen Fugen kratzig mit dem Schraubenzieher aus, so wie man das hier schon sehen kann. Und dann wird das hier alles komplett neu verfugt. Deswegen mache ich auch keine Videos, weil ich hier voll zugange bin. Hier zu reißen, da zu reißen, alles auseinander. Ich habe die Tür...